Ich habe mir auf jeden Fall eine Sache vorgenommen, Marco. Ich werde dich nicht so begrüßen wie Nelson Mandela damals. Ich werde nicht sagen, oh, du siehst aus wie Steffi Graf. Das stimmt auch nicht mehr. Nee. Also es hat damals schon irgendwie gestimmt. Auf witzige Art und Weise haben wir eine gewisse Ähnlichkeit. Ich könnte das beweisen, weil ich habe zu Hause auf dem Rechner zwei Fotos. Einmal sozusagen Steffi mit der Wimbledon-Schale und einmal mein Gesicht drüber gelegt. Und dann siehst du echt auf verrückte Art und Weise, dass wir uns ähnlich sehen. So Nase, Augenpartie ist relativ ähnlich. Und damals auch noch ein bisschen die Frisur. Wie oft musstest du einmal Kerl die Geschichte schon erzählen? Ein paar Mal schon. Es geht noch. Ich erzähle sie ja auch gerne. Pack's immer, wenn ich irgendwo Vorträge halte oder so, dann mache ich es manchmal sozusagen am Anfang so ein bisschen als, um einen Lacher erstmal zu haben und die Leute ein bisschen aufzuwecken, da funktioniert es nach wie vor gut. Lustig war, dass ich es auch, als wir mit Werder in Südafrika im Trainingslager waren, habe ich es auch dort im Radio zum Beispiel und im Fernsehen erzählt. Und für Südafrikaner ist ja Nelson Mandela nicht nur dort, aber auch dort natürlich ein ganz großes Idol, sozusagen die größte Persönlichkeit des letzten Jahrhunderts und jemand, der sehr für Versöhnung und Frieden sich eingesetzt hat in dem Land und die unterschiedlichen Gruppen sozusagen zusammenzuführen nach dieser langen Zeit der Apartheid. Und ja, da ist es dann nochmal was Besonderes, wenn man dort die Geschichte erzählt. Ich habe dich natürlich nicht eingeladen, um einen Lacher hier zu haben, sondern ich habe dich eingeladen, weil ich habe das eben erzählt, mein allererstes Trikot damals war tatsächlich von dir. Aber du bist jemand, der sich während seiner Karriere, nach seiner Karriere immer außerhalb vom Sport engagiert hat. Und wir haben mal den Preis gewonnen, den Stern des Sports. Und da haben wir genau das gemacht. Und auf dem allerersten Blick war das, glaube ich, was, wo man nicht sagen würde, oh, das passt zum Sport. Und wir haben für obdachlose Menschen gesammelt und haben da für mich oder für uns als Verein so die Grundwerte vom Sport nochmal aktiv gelebt. Wir haben gesammelt für Leute, die es brauchen. Wir haben Zusammenhalt gezeigt, wir haben einen Teamgeist irgendwie entwickelt. Und du hast es auch gemacht. Und ich wollte einfach die Möglichkeit mal nutzen, um mit dir darüber zu quatschen, ob es für dich angelernt war oder ob es für dich immer schon ein Teil von dir war und du das auch alles gemacht hättest, ohne die Reichweite vielleicht zu haben, die du als Profifußballer hattest. Ja, letzteres ist natürlich irgendwie nicht so hundertprozentig zu beantworten, weil wahrscheinlich hat es schon auch damit zu tun, dass ich einerseits sozusagen gewisse Werte schon als Kind gelernt habe, von meinen Eltern, von meiner Familie, aber natürlich auch im Sport, von meinen ersten Trainern. Ich habe halt sozusagen auch ganz als kleiner Junge angefangen mit Turnen und dann Leichtathletik und Fußball, später noch Basketball und andere Sportarten ausprobiert. Und da lernst du einfach ein paar Werte, die im Sport wichtig sind und die begleiten mich, die sind mir noch heute extrem wichtig. Und eigentlich sage ich auch immer, dass die meine Persönlichkeit ausmachen. Also so dieses Spielen mögen, dieses Gewinnen wollen, aber auch mit Niederlagen klarkommen, Regeln akzeptieren, den Gegner, den Schiedsrichter akzeptieren irgendwo, ne? Und respektvoll mit denen umgehen. Einigermaßen. Natürlich sind wir alle emotional und da geht auch mal was schief, aber das sind so Dinge, die du im Sport als kleines Kind schon lernst und nicht erst als Profi. Andererseits ist es ja schon so, dass ich dann als Profi bei Werder und Nationalspieler immer das Gefühl hatte, dass ich in einer sehr privilegierten Situation lebe. Viel Geld verdiene mit dem, was ich gerne tue. Ja, die Menschen auch irgendwie zu mir aufschauen, gerade Kinder irgendwie, ne, da entwickelst du dann auch das Gefühl, hey, du bist irgendwie auch Vorbild. Und dann kommt vielleicht auch noch der Gedanke auf, du solltest irgendwie auch ein bisschen was zurückgeben. Es gibt im Englischen diesen schönen Begriff des Giving Back. Und ich finde, das ist ein guter Gedanke, wenn es einem gut geht, sozusagen auch an die zu denken, denen es vielleicht gerade jetzt oder auch allgemein nicht so gut geht. Wie findest du, könnte der Sport vielleicht noch mehr solche Brücken schlagen zwischen dem einen, man powert sich irgendwie körperlich aus, man gewinnt, man verliert zusammen auf der sportlichen Ebene, aber man macht vielleicht auch gesellschaftlich engagiert man sich. Meinst du, da gibt es irgendwelche Brücken von Haus aus, die man viel mehr noch nutzen könnte? Zum Beispiel wir als Verein, wir haben ja nun mal viele Mitglieder. Dass man da vielleicht einfach sagt, ey,
wir nutzen allein die Menge an Menschen, verbinden das irgendwie mit einem sportlichen Event und machen daraus was Gutes. Glaubst du, da ist noch mehr Potenzial irgendwie über? Ich glaube, dass schon viel passiert, gerade in solchen Clubs wie Vitura und anderen. Also da, wo wir gar nicht über Profisport reden, sondern eher über Amateursport und Freizeitsport und Gesundheitssport. Weil da sind eigentlich die Dinge noch im Fokus, die im Sport generell eigentlich auch im Fokus sein sollten, nämlich irgendwie Zusammenhalt, Gemeinschaftserlebnisse, irgendwie auch solche Probleme wie Einsamkeit oder eben soziale Unterschiede, Integration von neuen Menschen, die hier nach Bremen kommen. All das sind Aufgaben, die in Vereinen ja schon sehr gut angegangen werden. Mehr geht wahrscheinlich immer noch, aber ich glaube, da muss man auch erstmal sagen, da übernimmt der Sport schon eine wichtige Rolle. Ich glaube, im Profisport engagiere ich mich jetzt seit ein paar Jahren zum Beispiel für so eine Idee wie Come and Goal, wo Profisportler, denen es eben wieder sehr gut geht, auch Geld spenden, das dann verwendet wird, um im Fußball, in sozialen Projekten eben auch weltweit was zu bewirken. Und nochmal, es geht natürlich immer mehr, aber ich glaube, wir sollten auch als Gesellschaft die Dinge, die im Sport schon gut funktionieren, eher stärken, finanziell, aber auch durch Aufmerksamkeit, durch Politik. Glaube ich, braucht es da noch eine etwas andere Wertschätzung, weil die Rolle von Sportvereinen manchmal unterschätzt wird, glaube ich. Und wenn man dann sieht, wie Infrastruktur manchmal in keinem guten Zustand ist und so, dann würde ich mir wünschen, dass wir als Gesellschaft und die politischen Entscheider und Entscheiderinnen da noch etwas mehr drauf achten. Ein Gedanken vielleicht noch zusätzlich. Ich glaube, dass zum Beispiel auch Schule und Vereinssport noch enger kooperieren könnten. Wie du vielleicht weißt, unterstütze ich auch schon seit Ewigkeiten den Sportgarten und Uli Bade und sein Team. Und da gibt es so den Gedanken der Sportakademie, weil ja sozusagen in den Ganztagsschulen manchmal auch keine Turnhallen da sind und Sportunterricht ausfällt und so weiter. Und andererseits Turnhallen tagsüber in den Vereinen noch nicht so genutzt werden und da sozusagen Win-Win-Situationen zu schaffen, das ist, glaube ich, auch noch eine gute Idee. Definitiv. Wir haben eine Kooperation mit Werder tatsächlich seit letztem Jahr und wir haben dieses Spielraumkonzept bei uns, ja, in Gröblingen genutzt. Und es lief so super, weil jemand, der bei uns seit Ewigkeiten im Verein ist, Fabian Adam, der hat das FSJ bei uns gemacht, hat diese Brücke versucht zu schlagen zwischen Kita, Grundschule und Verein. Und ihr hat das so sehr Spaß gemacht, dass wir ihn jetzt begeistern konnten, hier bei uns im Verein zu arbeiten. Also nach seinem FSJ quasi hier so die Trainerlaufbahn einzuschlagen, ist jetzt im Büro. Und ist, also was du sagst, ich glaube, es braucht manchmal natürlich Profis, die Vorbildfunktion haben. Ja. Aber es sind ja auch einfach ganz normale Menschen. Also ihr seid auch normale Menschen. Aber um Gottes Willen. Naja, nicht ganz normal. Aber Werder ist ja auch... So, deswegen habe ich ja diesen Club auch immer so gemocht und nicht verlassen, obwohl ich auch andere Möglichkeiten hatte. Und Werder ist ja zu allen Zeiten ein Club gewesen, der soziale Verantwortung auch wirklich auf der Agenda hatte und gelebt hat. Und das Spielraumkonzept ist eigentlich das neueste und aktuelle Beispiel, wo ja in den Quartieren gemeinsam mit anderen Vereinen, mit Kitas, mit Schulen, mit anderen Akteuren sozusagen so ein 24/7, 365 Tage im Jahr Angebot geschaffen werden soll. Und das ist eine wunderbare Idee. Da sind auch andere Clubs wie Alba Berlin oder so mit dabei und auch ein bisschen sozusagen als Initiatoren, glaube ich, mit Beispiel gewesen, was man machen kann dort in Berlin. Und das finde ich super, dass Werder das macht. Wir haben das während Corona gemerkt. Ich habe so ein Video gedreht und habe Leute gefragt, was fehlt euch gerade? Und die wenigsten haben gesagt, einen Trainingsanzug anzuziehen und durch die Halle zu flitzen, sondern es war einfach dieses Miteinander. Das nach dem Sport vielleicht mal ein Käffchen trinken oder sich mal. Na klar, soziale Kontakte. Genau. Absolut. Und ich glaube im Übrigen auch, dass es für einen
leistungsorientierten Club, wie Werder es ja nun mal ist, gerade im Fußball natürlich, in anderen Sportarten auch vielleicht etwas mehr als ihr, in manchen Bereichen auch ist Werder im Grunde genau wie Tura, wo es nicht so um Leistung geht, sondern eher auch um Gemeinschaft. Aber ich glaube auch, dass leistungsorientierter Sport und diese soziale Verantwortung wahrzunehmen und diese Werte im Blick zu haben, dass sich das gut ergänzt und dass es auch für Profis oder unsere Talente im LZ, die Mädchen und Jungs, die da sozusagen für Werder Fußball spielen zum Beispiel oder Handball oder eben was auch immer, wenn die in diese Spielraumprojekte und in solche Dinge mit eingebaut werden, dass es sie besser macht. Auch in ihrem Leistungssport sogar, ne? Also es ist nichts, was dir Zeit nimmt für irgendein anderes Training, sondern es ist, glaube ich, etwas sehr Bereicherndes für die Persönlichkeit. Und wir wissen doch alle, dass Leistungssport und Sport generell auch viel mit ja, so Charakterbildung und Persönlichkeit zu tun hat. Hast du manchmal ein bisschen Angst, dass Sport zu wenig, also dass Menschen, gerade junge Menschen mit der Ganztagsschule, mit Druck, den die von klein auf im Prinzip haben, vielleicht zu wenig Zeit haben, um das alles erleben zu können? Weil ich weiß, bei mir damals, es gab im Prinzip gab's Fußball. Also ich bin nach Hause gekommen, Fußball gespielt. Das war ein klares Ding. Aber ich habe das Gefühl, oder wir haben das Gefühl oft, dass sie so wenig Zeit haben. Dann kommen noch dazu Smartphones, andere Ableckungsgeschichten im Alltag. Siehst du das ähnlich? Hast du da ein bisschen Angst manchmal? Oder? Ich glaube, die Zeit ist schon da. Mhm. Aber wir nutzen sie als Gesellschaft wahrscheinlich nicht gut und achten auch auf unsere Kinder insbesondere nicht gut genug und lassen zu, dass sie zum Beispiel in der Schule schon zu viel Druck haben teilweise, dass vielleicht auch die Inhalte im Schulalltag zu überladen sind, dass Werte und auch so Kreativität und Spiel und freies Spiel und irgendwie, dass das zu kurz kommt, weil der Stundenplan sozusagen vorsieht, das und das und das muss einfach abgehakt und gelernt werden. Also wir müssen über Bildungskonzepte, glaube ich, insgesamt reden. Und wenn es dann gelingt, eben auch Sport und Bewegung und Gemeinschaft sozusagen mit in den Schulalltag zu bringen, stärker als es bisher vielleicht der Fall ist, dann glaube ich, ist schon genug Zeit. Und klar, ich meine, wir leben natürlich in einer digitalen Welt inzwischen und da gibt es eine Menge Ablenkung. Da ist weniger natürlich mehr, wissen wir alle, aber ich bin auch kein Freund davon, jetzt Kindern sozusagen alle digitalen Geräte komplett zu verbieten. Im Gegenteil, es gibt ja jetzt auch Pilotprojekte, wo Schulbücher komplett abgeschafft werden und durch digitale Tools ersetzt werden. Ich bin da nicht in jedem Fach irgendwie der Experte. Da müssen natürlich auch Pädagogen und Politiker drüber reden. Aber mich überzeugt schon, dass es Sinn macht, nicht tonnenweise Bücher durch die Gegend zu schleppen für Kinder, sondern vielleicht auch in die Richtung weiterzudenken. Mhm. Hast du vielleicht abschließend einen Wunsch für den Sport, dass du dir wünschst, boah, wenn der Sport da irgendwann eines Tages mal ist, das wäre schön. Ich sage dir vielleicht ein Beispiel, was ich so habe. Ich kriege das ganz oft mit, dass Menschen bereit dafür sind, wenn das Kind irgendwie Klavierunterricht hat oder Geige lernen möchte oder Gitarre spielen möchte, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, damit das Kind das machen kann. Beim Sport ist es so, Hauptsache ist es billig. Ganz oft, also nicht immer, aber sagt man einem Kind oder einem Elternteil, du musst 50 Euro im Monat bezahlen, damit dein Kind zweimal die Woche Training hat, am Wochenende ein Spiel hat, das alles mit vernünftiger Bekleidung, auf einer guten Anlage. Also das ist ja einfach gar nicht so die Bereitschaft. Mein Wunsch wäre das, dass das irgendwann sich angleicht, dass man sagt, okay, guter Sport kostet eben vielleicht was, weil man kriegt so viel vom Sport. Das wäre so. Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen auch der Gedanke, den ich am Anfang formuliert habe, dass der Sport irgendwie mehr Wertschätzung bekommt. Gerade der Sport in den normalen, breiten Sportclubs.
und wo es eben nicht sozusagen nur in der Bundesliga um Millionen geht. Mein Wunsch wäre auch, dass diese beiden Welten sich nicht noch weiter voneinander entfernen, sondern wirklich auch der Profisport darauf achtet, irgendwie den Kontakt zu halten, vielleicht eben auch als Industrie, als Sport, als Profisport etwas zurückzugeben in Richtung Breitensport. Und ich glaube auch, dass sozusagen eben diese Clubs, wie ihr es seid, finanziell gut ausgestattet werden müssen. Vielleicht sollte man auch versuchen, Modelle zu schaffen, dass sozusagen die etwas mehr Geld zur Verfügung haben, auch etwas mehr zahlen, und die eben wenig Geld haben, auch wo die Eltern wenig Geld haben, dass die eben nach wie vor auch günstigen Zugang zum Sport bekommen können, ne? Aber du hast schon recht, für andere Dinge ist dann manchmal das Geld noch da. Ich glaube, zusammengefasst geht es darum, zu erkennen, welche Kraft Sport wirklich haben kann für Bildung, für die Entwicklung von Persönlichkeiten, für Gesundheit und im Grunde auch für sozusagen Bekämpfung vieler Probleme in unserer Gesellschaft, wenn es um Integration, um Gewalt, um Konflikte geht zwischen verschiedenen Menschen, kann Sport, glaube ich, einen großen oder einen tollen Ausgleich schaffen. Absolut. Marco, ich danke dir von Herzen, dass du hier warst. Also erstmal mein 6-7 Jahre altes Ich, das freut sich gerade sehr. Ja, so alt bin ich schon, Wahnsinn. Ich aber auch mittlerweile, ich bin ja auch älter geworden. Ja. Nein, großes Dankeschön. Vielen Dank für danke alles, dir, macht so weiter. Und das ist eine Kleinigkeit, hier mal euch da ein bisschen Danke zu sagen. Danke dir. Okay. Hammer. Dankeschön. Schön.